Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris, Flucht nach vorn, wo wir dem Überlebenskomitee der Terraner dabei helfen, in der Galaxis Fuß zu fassen, nachdem unsere Heimatwelt, die Erde, nach fehlerhaften Geoengineering-Versuchen in die Luft geflogen ist. So, wollen wir mal schauen, wo wir jetzt uns befinden. Wir sind an dritter Stelle mittlerweile, über uns nur noch die Hisma, die uns nicht so besonders gern mögen. Die haben fast 700 Abneigungen zu uns. Und die Isolationisten von dem gefallenen Empire, was früher mal in uralten Zeiten eine beherrschende Macht der Galaxie war und dann quasi zerfallen ist. Ja. Ansonsten alle anderen mögen uns, bis auf die Hisma und die Hifna. Also die Hifna und die Hisma, die mögen uns nicht. Okay. Was haben wir hier? Wir haben ein Habitat fertiggestellt, das Uranus-Habitat. Das können wir jetzt kolonisieren. Und es ist ja eigentlich nur, wie sagt man, recht und billig, wenn unsere Menschen wieder zurück ins Sonnensystem ziehen hier. Das machen wir mal. Und hier haben wir auch ein Habitat fertig, das Jupiter-Habitat. Und das ist ein Reaktor-Habitat. Da bauen wir auch mal ein Colony-Schiff. So, den Mars, das ist die Venus, das ist nicht der Mars, aber den Mars können wir tatsächlich, warte mal, ja. Was ist das hier? Moment mal, ich muss mal eben was gucken, nicht, dass ich hier komplett den falschen Ton wieder von der Webcam aufnehme. Nee, ist das richtige Mikro. Okay, gut. Dann wollen wir hier mal weiter gucken. Also, können wir hier noch weitere Habitate bauen, die Sinn machen? Auf der Erde könnten wir eins bauen, aber da kriegen wir schon 19. Das wollten wir eigentlich lassen, glaube ich. Auf der Venus könnten wir eins bauen. Auf Neptun, aber da kriegen wir keine besonderen Distrikte. Hier Europa. Aber ich glaube, auf Monden können wir keine Habitate bauen, oder? Gucken, ob das klappt. Jalon Order hat seine Befugnisse genutzt, den Beschluss Ratsdenunzierung zu einer Dringlichkeitsmaßnahme. Okay, nee, können wir auf Monden können wir nichts bauen. Gut, dann gucken wir mal in ein benachbartes System, vorzugsweise eins, wo wir schon Welten haben, ob wir da noch, auch hier sieht es so aus, als ob wir hier nichts bauen können. Admiral erlangte Eigenschaft. Wir haben einige ziemlich beunruhigende Berichte über die sich verschlechternde Gesundheit. Ja, wieder Spezi. Über die sich verschlechternde Gesundheit von Admiral Vogeltana. Folgetana. Folgetana? Okay. Erhalten. Sein abgemagertes Äußeres lässt es so aussehen, als ob er fast 20 Jahre gealtert ist. Die Last der Schönheit kann eine schwere Angelegenheit sein. Was? Okay. Gut, also Barnard Star können wir nichts machen, aber vielleicht hier. Hier haben wir eine Welt mit Forschungsressourcen. Hier könnten wir ein Forschungshabitat bauen. Das wäre cool. Machen wir das mal. Und wo ist das nächste? Hier im Quenos-System. Könnten wir noch ein Energiehabitat bauen, aber da haben wir ja jetzt schon. Und wir kriegen auch genug Energie. Wir bräuchten, wenn, dann Mining. Mining bräuchten wir eigentlich ziemlich dringend. Und Wissenschaft können wir immer gebrauchen.
So, also hier, das sind Sterne, da können wir keine Habitate bauen. Hier oben, das ist ein Asteroid, da können wir auch keins bauen. Das ist lästig. Gut. Nur noch Alpha Centauri. Hier könnten wir ein Mining-Habitat bauen. Machen wir das mal. Okay. Goodie, goodie. So, haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier machen können? Ich glaube, das, was wir jetzt in Angriff nehmen sollten, ist, dass wir Sternentore bauen. Wenn wir denn können, aber ich glaube, wir können gar nicht. Gucken wir mal. Und ein Forschungsnexus, wenn das fertig erfunden ist. Haben wir unsere Spezies, haben wir alle schon so ein bisschen optimiert, ne? Ja. Situation Log updated. So, nicht, dass das groß sein müsste. Fügt dem Planeten ein zufälliges planetares Merkmal hinzu. Interessant. Kann ich das überall machen? Kann ich überall machen? Dann machen wir das mal überall. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, aber wenn ich das überall machen kann, dann kann ich hier Bodenschätze finden. New technology discovered. So, fortschrittliches Trägergeschwader, okay. Und was wollen wir da als nächstes haben? Antimaterieraketen vielleicht oder Baugeschwindigkeit von Zerstörern und die Baukosten ein bisschen senken. Ja, machen wir das mal. Das ist schön billig und Schiffe bauen ist immer so eine Sache. Okay, hier können wir keine Bodenschätze finden. Ach so, das ist ein Habitat, ja, logisch. Logisch. Habitat hat keine Bodenschätze, weil ein Habitat keinen Boden hat. Also hat natürlich schon Boden, aber den hat man da selber hingebaut. Da weiß man, was für Bodenschätze drunter sind. So, wo habe ich das hier? Durch umfangreiche Vermessung und Erkundung des Planeten können wir natürlich Ressourcen entdecken, die uns sonst möglicherweise entgangen wären. Okay. Das Gene modification klingt complete. klasse. Okay, wir haben kein Geld mehr und wir haben auch zu wenig. Nee, haben wir gar nicht zu wenig. Wir haben nur zu wenig Geld. Das können wir ändern, indem wir ein paar. Establishing colony. Genau. Bin gespannt, ob wir dann auch mehr Distrikte bauen können oder ob das dann nicht funktioniert, weil die alle schon. New technology discovered. Evolutionskontrolle, ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir hier Erkenntnisse über das. Warte mal, haben wir. Nee, haben wir nicht, ne? Wir haben keins von den. Hier nebenan, aber das ist beim Nachbarn. Also brauchen wir das nicht erfinden, weil da kommen wir eh nicht hin. So, okay. Ja, nee, hier haben wir nichts gefunden, was uns groß weiterhilft. Also wir könnten. Könnten vielleicht die beiden hier zwei davon in Mining-Distrikte ändern. Aha.
bauen wir Industriedistrikte, okay. Was wir hier auch bauen wollen, ist ein Klonzentrum, wenn wir können. Ja, können wir. Und vielleicht diese Gen-Dinger da. Gehen sie mal weg damit. Die hier, Genkliniken. Was ist das? Monatliche Handelspreis so niedrig. Naja, gut. Kristallhöhlen. Fruchtbares Land. Reichhaltige Hochebenen. Okay. Können wir das nochmal machen? Ne, können wir nur einmal machen. Macht Sinn. Okay. Eine Bergbauwelt, ne? Dann können wir vielleicht noch vier. New technology discovered. Oh, es fehlen natürlich Mineralien dazu. Das ist natürlich ganz logisch. Okay, hier erfinden wir, das sind jetzt alles nur noch Waffen. Das ist relativ wenig spannend. Also machen wir mal weiterhin das Billigste. Teilen wir das mal ein bisschen auf, damit hier so teilweise, damit das alles so stückweise, wie sagt man, schrittweise aufgebaut wird hier. Establishing Colony. So, wo haben wir eine Kolonie? Können wir das noch größer bauen, das Habitat? Nein, das geht erstmal nicht. Hier. New technology discovered. So, schauen wir mal. Brauchen wir erstmal Geld. Kaufen wir hier 5000 und dann können wir hier die beiden bauen. New technology discovered. Ja, das reicht erstmal. So. Was können wir jetzt hier? Sternbasenkapazität, 2 Sternbasen mehr. Ich habe mein Limit dann noch hier ausgeschöpft, also brauchen wir das erstmal nicht machen. Automatische Kunstsammlung. Automatische Kunstsammlung. Kostet 8000. Das ist für Einigkeit. Hyper-Entertainment von Paradieskuppel. Genetische Resequenzierung. Das ist der Hauptgewinn. Das machen wir mal. Dann können wir uns komplett umbauen. Founded. Alles von allen ändern, sodass wir super ideale Leute bekommen, die nur positive Fähigkeiten haben, gar nichts Negatives mehr. Ja, siehst du, hier. Haben wir unser Forschungshabitat auf Uranus. Okay. Wie sieht's so aus in unserer Nachbarschaft? Die Hifna mögen mich immer noch nicht und den Hisma bin ich aber soweit egal immer noch. Da hinten, also die Hifna. Im Tok mögen die Hifna auch nicht. Das Yalon Order, denen ist alles egal. Und, oh, die Jibro Star Dynasty ist der Intimfeind von den Hifna. Mal nicht Angriffspakt mit denen.
Und Unabhängigkeit garantieren wir auch mal. Ist nicht, dass wenn die mich angreifen, dass die irgendwas machen können. New technology discovered. Was ist mit denen da? Die mögen die auch nicht. Ach so, das. Mehr Mineralien, die brauchen wir dringend, weil 30 ist echt wenig. Aber Nahrung ist auch so ein Punkt. Oh, wir verkaufen Mineralien. New technology discovered. Ha, haben wir das gemacht, wa? Okay. Pacific 5 hat ein Habitat fertig. Und zwar ein Bergbauhabitat. Oh, wow! Sternentor-Konstruktion. Das, darauf haben wir gewartet. Jetzt können wir bald hier... Jetzt können wir bald unser ganzes Gebiet so ein bisschen mit Sternentoren noch versehen. Das heißt, wir können von jedem System zu jedem System durch so Babylon 5 Tore. Das ist ganz praktisch. Das heißt, wir müssen nicht mehr zu Fuß fliegen durch den Weltraum, wie wir das bisher gemacht haben. Ja, und dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg hier mit der Gensequenzierung, seltenes Ding und Sternentorkonstruktion, seltenes Ding. Und sobald die ersten Habitate jetzt wieder fertig sind, können wir auch unseren Forschungsnexus kaufen, bauen, weil der ist gerade fertig erfunden worden. So, was brauchen wir denn jetzt? Diplomatie wäre, glaube ich, von Vorteil. Obwohl wir nicht so viele freundliche Nachbarn haben. Aber wir könnten mit den Mtok zum Beispiel, könnten wir theoretisch eine Föderation gründen. Das würde uns gegen die Hisna so ein bisschen... noch ein Gesandter und neue Aufstiegsvorteile. Okay. Gut, ja. Das würde uns gegen die Hifner so ein bisschen absichern. So. Zack. Dann den neuen Gesandten, den schicken wir gleich mal hier hin. Oh. Oh, wow. Wir haben so viele Gesandte übrig. New technology discovered. Der macht mal hier ein Spionagenetzwerk. Und du verbesserst hier auch mal die Beziehung. So. Genetische Forschung, sehr gut. Jetzt können wir damit anfangen, uns unsere ganzen Menschen und anderen Leute komplett genetisch umzubauen und ihnen Fähigkeiten aus dem Katalog zu geben. So, fangen wir mal mit denen an, die am wenigsten sind, weil das geht am schnellsten, oder mit denen, die am meisten sind, weil da hat es am meisten Effekt. Wir fangen mal mit den wenigen an. So, jetzt können wir nämlich auch positive Merkmale einfach wegnehmen und sagen, ihr sollt stattdessen gebildet, das ist hier quasi die verbesserte Version von intelligent, macht plus 20 Forscher und plus eine Fähigkeitsstufe. Das heißt, das ist hier das Doppelte von dem und das hier noch dazu. Also quasi der und zwei davon für den Preis von dem hier. Und dann machen wir hier robust. Das erhöht die Bewohnbarkeit und die Ressourcen von Jobs. Das ist also quasi Ressourcen von Jobs plus 5%. Das ist sowas wie sehr stark. Bloß halt ohne den Armeeschaden. Oder sowas wie eine von diesen hier, bloß nicht ganz so gut, weil die hier nur jeweils auf eine einzelne Ressource gehen. So, und dann haben wir immer noch zwei übrig. Das heißt, wir könnten dem jetzt noch hier den noch zu begabten Bergbauern machen oder begabten Energy Credit Produzenten oder was auch immer. Ich weiß nicht, fangen wir mal hier an mit agrarisch.
So, noch wählbar. Wir könnten noch einen Nachteil und dann noch einen Vorteil, aber ich finde, man kann es auch übertreiben. So, dann machen wir das mal. Situation log updated. In einem Monat fertig. Dann können wir gleich schon mal die Stekashi. Genauso behandeln und den geben wir erfinderisch. Ach so, jetzt ist oh. Gene modification complete. Okay. Die ist fertig, sehr gut. So, die Stekashi wollten wir genau anwenden. Zack, zack. Situation log updated. Dann die Bergbots, sind keine Wesen, die wir verändern können. Phototroph lassen wir mal. Das ist ganz praktisch. Dann haben wir noch einen Punkt. Da geben wir dem mal begabte Ingenieure. So. Establishing colony. Die dann fertig sind. Okay. Genetic enhancements applied. Situation log updated. 7 Monate, die Nubaul. Ich glaube, selbst die haben jetzt 3 Punkte. Das heißt, ich kann denen das hier wegnehmen. Und kann die dann. Radiotrop machen zum Beispiel. So. Dann kommen auch schon die Kempler und die Rescheti und dann nur noch wir. So, das können wir mal löschen, das Template. Und das hier auch. Wird das Ganze hier ein bisschen übersichtlicher. Oh wow, wir haben langsam großes Minus an Nahrung. Genetic enhancement supplied. Sollten wir uns mal drum kümmern. So, die Jibru sind fertig, gut. Dann die Nubaol. Situation log updated. In 6 Monaten fertig, okay. Ja. Das muss alles weg hier. Okay. Der baut die aus. Da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Können wir hier schon ein Forschungsgedöns bauen? Ne, noch nicht. Okay. Subtrock-Habitat errichtet. Okay, hier. So, dann können wir vielleicht im Subtrock-System haben wir die Rohstoffe dazu. Können wir einen Forschungsnexus bauen? Ja, können wir. Machen wir mal hier. Das Alpha Centauri Habitat ist nun vollständig fertiggestellt. Okay. Alpha Centauri. Species enhanced. Bauen wir die mal. Die sind schon fertig, enhanced. So. We have conquered another world. Sehr gut. Die Kempler. New technology discovered. Situation log updated. Ah, siehste, ich kann Sterntore bauen. Das wird eine Menge kosten.
So. Wo fangen wir an? Auf Grunur. Haben wir gerade ein Konstruktionsschiff, das nicht benutzt wird? Ja, haben wir. Fangen wir hier an. Und auf der anderen Seite fangen wir hier an. So. So, die Nubaol, die Kempler sind noch nicht fertig. Aber die Rescheti können wir dann mal. So. Machen wir die mal auf sparsam. So. Warte mal. Wenn wir das schon machen, können wir die auch hierzu. Oh, sind die neu? Nee. Okay. New technology discovered. Okay, Species enhanced. Gut. Situation log updated. 11 Monate. Siehst du, jetzt dauert es schon langsam länger. Jetzt haben die alle die gleichen Fertigkeiten, aber... Also, ja, nicht wirklich. Ich habe ja hier teilweise den Rescheti, gebe ich das Geld. Die werden hier besonders... Also ein bisschen Vielfalt bleibt schon, aber... Ist natürlich ein bisschen... ich weiß nicht, moralisch bedenklich, dass ich so in den... genetischen Prozess eingreife von den Völkern, aber machen wir jetzt halt mal. So, Establishing Colony. Die Föderation. New technology discovered. Gucken wir mal, ob wir mit denen einen Pakt hinbekommen. Sie sind zurückhaltend, wenn es darum geht, diesen Vorschlag zu diskutieren. Wir wissen nicht genug über sie, um zu wissen, warum. Okay, machen wir mal Forschungs... Achso, können wir auch nicht. Botschaft etablieren können wir machen. So. Ist immer die seltene Technologie erfinden. Und vielleicht... Oh, fehlen 305, toll. Oh ja, wollte ich ja. Achso, fehlt. Es fehlen Mineralien! Es fehlen Mineralien, aber... Ich denke mal, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum, weil es ist schon wieder Zeit. Darum sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt bladibladibladibla. Like das Video, schreibt einen Kommentar und so weiter. Ja. Was ist das hier eigentlich? Gehört das zum Logo? Ja, das gehört zum Logo. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Welche Taste drücke ich jetzt? Die hier.